und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Einmal kurz das Intro und ab geht die Post. So, ich habe heute quasi drei Themen, die wir gleich behandeln werden. Also ich bin vielleicht kurz vorab zur Info. Ich bin jetzt mal raus um mein neues, oder beziehungsweise ich habe ja wieder die Geländereifen umgestöpselt. Wie gesagt, diejenigen, die auf Instagram mich verfolgen, die werden das gesehen haben, dass die Stollen wieder drauf sind. Und es hat ja die ganzen Tage ja in Deutschland nur gegallert. So, jetzt haben wir mal ganz kurz eine Trockenphase. Und die wollte ich jetzt gleich mal ausnutzen, ob auch alles wieder richtig eingestellt ist, das Fahrwerk und so, oder ob ich nochmal irgendwo ein bisschen nachdrehen muss, ob die Reifen, der Luftdruck stimmt und so weiter. So, aber ich habe heute drei Punkte, die ich ansprechen möchte. Dazu suchen wir uns, glaube ich, erstmal ein stilles Plätzchen. So, und zwar habe ich drei Punkte, die ich ansprechen möchte. Der eine ist Community-Treffen bzw. Fan-Treffen. Der zweite Punkt und der dritte Punkt, wir halten hier vorne gleich mal an. Und stopp, hier ist das, glaube ich, mit dem Licht auch okay. So, der zweite Punkt und der dritte sind jeweils Punkte aus den Kommentaren. Und zwar häuft sich das in letzter Zeit wieder extrem. Und zwar geht es einmal um die Frage, die immer und immer wieder kommt, ist, warum fährst du ohne Tacho? Oder wo ist dein Tacho? Und die andere Frage ist, wie heißen deine Spiegel und wo gibt's die? So, ich würde sagen, wir beginnen als erstes mit den Spiegeln. Und zwar sind das sogenannte Lenkerendenspiegel. Diese Lenkerendenspiegel sind von der Firma Highsider. Gibt es in den meisten Motorradläden, ist eigentlich eine relativ bekannte Firma. Der hat die Besonderheit, das ist alles aus Aluminium, also kein Plastikarm oder sonst irgendwas oder irgendwelche Halterungen oder Umlenkhebel mit aus Plastik. Alles schön festes Material. Bis jetzt der erste Spiegel, den ich gefahren bin, der wirklich nicht am Wackeln ist und am Vibrieren ist bei der Fahrt, der wirklich ein schönes, klares Bild, sag ich mal, Rückbild hat, ohne dass er halt so doll vibriert und dass man halt nichts erkennt. Der zweite Pluspunkt ist definitiv der Formfaktor. Ihr seht schon, die Spiegel sind nicht besonders weit weg, so wie irgendwelche Fühler vom Lenker, sondern relativ dicht dran. Viele machen sich die Spiegel auch, dass sie nach unten weggehen. Ich persönlich, für mich, weiß ich nicht, ist das ungewohnt, da zu gucken. Und vor allem, wenn ich Distanz fahre, dann habe ich die Dinger immer an den Knien und dann gehen wahrscheinlich doch irgendwann über die Wupper. So, wenn ich im Gelände fahre, dann sieht das immer aus, als wenn ich keinen Spiegel habe. Da habe ich aber einen, da schraube ich diese hier ab, damit die hier nicht zu Brei gehen, wenn ich dann da doch auf die Nase fliege, sondern mache mir so einen Klappspiegel von der Firma Matti dran. Der wird quasi dann hier befestigt, an der Stelle, und hat halt den großen Vorteil, dass ich den halt dann immer hier auf dieses Polster hier umklappen kann oder davor. Und der bringt absolut null Sicht, wenn man damit fährt. Der ist nur am Vibrieren und alles. Hat aber den Vorteil, der hat ein E-Zeichen. Ein Spiegel ist ja Pflicht und zwar auf der linken Seite. Und da habe ich ihn dann halt dran. Der hat auch sein Prüfzeichen, dass ich den fahren darf im Straßenverkehr. Und somit müssten dann alle glücklich und zufrieden sein. Natürlich muss man ihn rausklappen während der Fahrt. Ab und zu vergisst man das ja mal, ne? So, den Link zu den Spiegeln, auch zu den Tacho und sowas, das werde ich nachher alles in die Videobeschreibung reinmachen. Also wenn er fragt, wo es die Spiegel gibt, Link ist in der Videobeschreibung. So, kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Jetzt geht es um meinen Tacho, und zwar, mein Tacho habe ich hier an meiner, an einem Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter, so heißt er, glaube ich, richtig, befestigt. Ich habe ihn da hinten quasi einfach dran geklebt. Und wenn ich ihn jetzt mal einschalte, dann seht ihr ihn auch. So, und der ist auch gleich im Speed-Modus bzw. KMH-Modus drin. So, bei diesem Tacho ist es so, er ist halt wirklich ultra klein. Wenn ich jetzt mal meinen Daumen so daneben halte, und ich habe nicht gerade so große Hände,
ist das also ein wirklich schönes, kleines Teil, was man überall verbauen kann. Ich hatte ihn ursprünglich auch mal vorne in der Verkleidung integriert. Dadurch, dass ich hier vorne jetzt die, also weggekommen ist er da, weil ich damals die LED-Leuchte für den Winterbetrieb davor habe. Aber jetzt auch, wenn die GoPro hier vorhängt, dann behindert das auch die Sicht. Da muss man da immer so drüber gucken. Deswegen ist er jetzt quasi an den Lenker gewandert, da stört er am wenigsten. Ich wollte ihn erst in der Nähe vom Tank irgendwo unterbringen. Das Problem ist, wenn beim Tanken doch mal irgendwo was spritzt oder sowas, dann kommt das da drauf und ich weiß nicht, wie benzinresistent das ganze Teil dann ist. Nicht, dass er dann anfängt zu beschlagen oder irgendwie sowas. Ansonsten ist er halt normal wasserdicht und alles. So, wir haben jetzt hier, ich habe hier vorne, da so einen kleinen Knopf versteckt. Und wenn ich da drauf drücke, gehen wir mal zum Tacho zurück, kann ich damit durch die Menüs durchwählen. Wir sind ja jetzt hier, wenn du einschaltest, seid da immer in dem KMH-Modus drin. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Jetzt kommt quasi der Trip-Zähler, den ich, wenn durch Zufall, nur zurückgestellt habe. Also ich benutze den eigentlich überhaupt nicht. Die Zahl, wer weiß, was die anzeigt. So, Odo ist die Gesamtkilometerzahl. Also ich habe gerade 7513 Kilometer mit der Maschine runter. RPM ist die Drehzahl. Dazu müssten wir das Quad jetzt einmal starten. Und dann werden euch hier jetzt die Drehzahlen angezeigt. Machen wir wieder aus. Beziehungsweise so. Zu der Drehzahl muss ich sagen, da ist, wenn ihr den Tacho euch kaufen solltet, geht so ein ganz dünnes Kabel davon weg, wo halt dann nachher die ganzen Endadern sind, die halt angeschlossen werden müssen. Das sind nicht viele, es ist relativ einfach anzubauen, dieser Tacho. Und er hat halt auch einen für die Drehzahl. Die kann man halt leider nicht an vorhandene Drehzahlmesser oder sonst irgendwas anschließen. Das funktioniert nicht. Da hat sich die Firma MotoGadget natürlich irgendwas einfallen lassen, dass man nur das eigene Produkt nutzen kann. Also muss man dafür wieder Geld ausgeben, damit man halt die Drehzahl auch wirklich sieht. Wenn wir im KMH-Modus sind, dazu muss ich jetzt nochmal einschalten, wird die Drehzahl quasi oben über diesen Strich angezeigt. Man kann auch Schaltblitze aktivieren, habe ich ausgeschaltet, dann ballert das ganze Display auf einmal feuerrot, man kann auch die Helligkeit davon einstellen und ist halt so ein richtiger Flash, der dann kommt. Das Problem ist, wenn man in diesem Drehzahlband, in diesem Schaltmodus drin ist und man dreht noch höher, ist er die ganze Zeit nur am Flashen und man kann nichts mehr ablesen. Wie gesagt, sag ich mal, nach meinem Rhythmus die Maschine, da brauche ich nicht irgendeinen Flash, der mir anzeigt, wann ich schalten soll. Deswegen habe ich das ausgeschaltet. So, das war jetzt, ich drücke mal weiter, haben wir noch einen Punkt. So, wir hatten gerade den Trip, die Gesamtkilometerzahl, die Drehzahl und danach kommt Time. Time ist nicht die Uhrzeit, das ist ein Stundenzähler, den kann man auch zurückstellen. Das ist quasi so ein Fahrzeitzähler. Also zeigt euch an, wie lange ihr unterwegs seid. Benutze ich auch nicht, scheine ich irgendwann mal gestartet und gestoppt zu haben. Und lief scheinbar 21 Stunden und 15 Minuten durch. So, und nochmal drücken, sind wir wieder auf Speed. Also die Funktionen sind sehr übersichtlich. Nachteil, er hat keine Uhr. Wie gesagt, deswegen habe ich mir eine Uhr. Da vorne seht ihr sie, ganz klein und rund. Ja, da ist er. Habe ich mir die Uhr heute vorne hingemacht, weil ab und zu braucht man die ja schon. Armbanduhren trage ich nicht, also brauche ich hier im Fahrzeug eine. Also das war für mich der einzige Nachteil, den er hat, dass halt keine Uhr dabei ist. Ansonsten bin ich absolut super zufrieden. Ich finde den optisch einfach den Knaller. Alleine schon dieses Einschalten, ne? Wenn wir das Quad jetzt einschalten und es läuft da so schön lang, ist schon ganz cool. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar am Anfang steht, der MotoGadget, ob man das umprogrammieren kann, dass da was anderes steht oder so. Da habe ich mich jetzt noch gar nicht mit beschäftigt. Ansonsten, hergestellt wird er von der Firma MotoGadget und das Gerät heißt Motoscope Mini. Den Link zu diesem Gerät werde ich auch in die Beschreibung reinpacken. Und ich hoffe, damit sind jetzt erstmal die häufigsten Fragen, zumindest aus der letzten Zeit, wieder beantwortet. Wie gesagt, wir haben jetzt über die Spiegel gesprochen, was echt sehr, sehr häufig vorkam. Ich weiß, ich hatte schon mal in dem einen Video, das war glaube ich der LED-Umbau damals, hatte ich über den Tacho schon mal gesprochen gehabt. Die Spiegel hatte ich auch schon mal, zumindest in den Kommentaren immer beantwortet. Ja, jetzt steht es im Titel drin, das heißt, für die Leute, die es suchen, ist es vielleicht etwas einfacher zu finden, auch mit den Links, und dass ich nicht die Frage noch ganz so häufig beantworten muss. Würde ich sagen, schmeißen wir die Moppe wieder an, fahren noch eine Runde und reden über Fantreffen und Community Day. So, der Ort, warum ich den hier jetzt auch gewählt habe, gerade um anzuhalten, war einmal,
Gerade hat die Sonne noch ziemlich geknallt und dann spiegelt das immer so, dass man den Tacho nicht richtig sieht. Jetzt ist es ja hier ziemlich dunkel. Mal schauen, wie die GoPro das Bild macht. Aber auf jeden Fall sieht man jetzt den Tacho ganz geil. Schauen wir mal auf Drehzahl. So, Drehzahl. Also man sieht im Dunkeln, es sieht einfach urgeil aus. Der Tacho ist super geil ablesbar, egal bei was für einem Licht. Man kann die Helligkeit einstellen. Bei mir steht er, glaube ich, auf Mitte oder so. Es geht irgendwie noch zwei Stufen heller und auch dunkler. Ich habe da nichts groß dran geändert. So. Bam, 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 bam. So, ich muss mich noch tanken. Tanken, tanken. Welche Tanke nehme ich? Da oder da? Nehmen wir die. So. Community Day bzw. Fan-Treffen. Ich wurde ja oft noch immer gefragt, ob ich mal irgendwie so ein Treffen mache oder wo ich mal zu finden bin. Und zwar jetzt am Wochenende, ab morgen, glaube ich sogar schon, den 28. beziehungsweise für euch, wenn ich das Video hochlade, heute, den 28.07. Startet wieder das jährliche Quad-Treffen der Quad-Freunde Hannover. Ich schaue mal, ob ich dazu einen Flyer oder sowas finde, dann werde ich ihn nach dieser Kurve hier jetzt einblenden. So, und zwar laden die Quad-Freunde Hannover ein nach Seelze, das ist halt auch bei Hannover, und schöne Autos nebenbei angucken. Ja, die laden ein zum Quad-Treffen, da werde ich auch hinfahren, und geplant ist es eigentlich, dass ich von Freitag bis Sonntag da bin. Und steigen wir mal ab, gucken uns mal die Autos an. Uah. Allerdings weiß ich noch nicht genau, ob das mit dem Freitag auch irgendwie realisierbar ist, weil momentan, deswegen kam diese Woche auch keine drei Videos, nur zwei, bin ich von der Arbeit her extremst eingebunden und habe keine Zeit gehabt, irgendwas zu produzieren. Das Video mit den Kindersitzen, über den Kindersitz, das ist halt auch nichts geworden, noch nicht vom Wetter her und auch von der Zeit her, wird kommen. Und wie gesagt, deswegen, ich weiß noch nicht, wie sich das jetzt entwickelt, wie weit ich das auf Arbeit alles fertig kriege, ob ich dann wirklich Freitag schon losfahren kann und dann von Freitag bis Sonntag da bleibe oder ob ich erst Samstag losfahre, relativ früh und dann halt Samstag und Sonntag da bin. Also von Samstag auf Sonntag die Nacht bin ich definitiv bei dem Quad-Treffen in Hannover. Wer vorbeikommen möchte, herzlich gern. Die Quad-Freunde oder einer von den Quad-Freunden Hannover hat auch, glaube ich, in den letzten Videos noch in den Kommentaren reingeschrieben, dass das Treffen da ist. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass das wohl kein Problem sein wird, dass ich das jetzt hier nochmal erwähnt habe. Gott, sind das geile Autos, oder? Und ja, da bin ich auf jeden Fall zu finden. Also wer hier aus der Gegend kommt oder auch wenn er nicht mich unbedingt treffen möchte, das Quad-Treffen kann ich nur empfehlen, so oder so. Es ist nicht ganz so groß wie jetzt das Harztreffen oder Zetel. Das ist etwas familiärer. Also ich finde es ehrlich gesagt viel besser. Es ist viel persönlicher. Und deswegen ist es auch nicht schwierig, jemanden da zu finden. Das ist ein überschaubarer Platz. Und wo wir jetzt beim Harztreffen gewesen sind, war ja schon schwierig, da voreinander zu kommen, sich da irgendwo zu treffen mit der Kommunikation oder das nicht ganz so gut hingehauen. Wie gesagt, wenn man da auf dem Platz ist, sieht man mich auf jeden Fall schon gleich. Und dann können wir da auch gerne mal schnacken. Und wie gesagt, falls ihr auch da übernachten wollt, auch abends beim Bierchen, vielleicht ein bisschen intensiver. Da hättet ihr auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, mich anzutreffen. Wie gesagt, aller ganz sicher ist von Samstag auf Sonntag die Nacht. Wenn ich schaffe, auch schon den Freitag. Und ja, ich würde mich freuen, viele von euch da zu sehen. Selbst wenn euch das zu weit weg ist, dass ihr jetzt nicht mit eigenem Quad dahin fahren wollt oder sowas. Ihr könnt da auch mit Auto hinfahren, um einfach nur mal zu gucken. Es sind ja schöne, viele Maschinen. Gerade auch mal sehr viele schöne Umbauten, die man sich da angucken kann. Ist auf jeden Fall ein Besuch und eine Reise wert. Um jetzt mal ein bisschen Werbung für die Quad-Freunde Hannover zu machen. So, wenn ihr Fragen zu diesem Treffen habt, zu Organisation, zu Preisen oder sonstiges,
Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Ich bin kein Mitglied von den Quad-Freunden Hannover und bin auch da ganz normal nur Gast. Die einzige Information, die ich habe, ist halt dieser Flyer. Und ich glaube, die haben eine Facebook... Ich glaube, die haben eine Facebook-Seite. Ich glaube, die heißt QFH. Aber ich glaube, ich habe den Flyer jetzt nicht im Kopf. Ich habe mir eingeblendet. Das an Informationen, was ich weiß, was draufsteht, werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung mit reinmachen. Falls da irgendwie ein Link ist, werde ich dann halt den einfügen. Da müsstet ihr schon irgendwie auf der Seite von denen gucken oder da nachfragen, wenn ihr dazu Fragen habt. Wie gesagt, das kann ich euch leider nicht beantworten. Ich bin da auch ganz normaler Gast, wie alle anderen Leute. Aber ich bin der Gast mit dem gelben Quad. Also, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Wie gesagt, das sind so die drei Punkte, die ich noch unbedingt loswerden wollte. Nichts Spektakuläres heute. Wie gesagt, nur in der letzten Zeit ist mir echt aufgefallen, halt diese Geschichte mit den Kommentaren, dass immer wieder die Fragen gestellt werden mit den Spiegeln und zu dem Tacho. Deswegen dachte ich, jetzt machst du einmal kurz das ein Video. Da setze ich das auch in den Titel rein, damit es eindeutig ist. Und wie gesagt, das... habe ich mich verjagt. Weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber die Glocken gingen genau in dem Moment los, wo ich da vorbeigefahren bin. Also heute ein reines Informationsvideo. Nochmal am Schluss, ne? Alle Informationen zum Treffen, zu den Produkten, findet ihr in der Videobeschreibung. Der kleine Haken da unter dem Video draufklicken und schon habt ihr alles. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen oben da. Das würde mich sehr freuen. Gerne auch ein Abo. In diesem Sinne kann ich nur eins sagen. Haut rein mit Toxic Time.